Ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mindtest. So. Heute. Was habe ich gestern? Ah, genau. Heute wollen wir mal gucken, wie groß der Raum eigentlich ist. Vor allem die Frage ist, wie groß der Raum eigentlich werden muss. So. Ich habe halt noch nicht wirklich eine Ahnung, wie viel Platz wir eigentlich brauchen. Aber kurz, wir brauchen. Doch, wir brauchen 33 Zentrifugen. Wir haben von 0% bis 3,4%. Und wir brauchen quasi für alles dazwischen Zentrifugen. Also von 1 bis 33, also 3,3. Also 33 Zentrifugen. So, das heißt, wir brauchen, um die ganzen aufzureihen, wäre das schon fast günstig, wenn wir einfach in die Richtung einfach durchhauen. Wenn wir sie einfach so als langen Gang machen. Oder? Wie viel Platz bräuchten wir? Also angenommen, ich habe hier am Anfang, nehme ich mal 5 Blöcke frei. Beziehungsweise, wir fangen ja einfach hier an der Leiter an. Oder lassen wir 2 Blöcke frei oder so. Dann beginnen wir hier mit dem Kreis. Wir brauchen ja keinen Kreislauf. Bei den Zentrifugen können wir es ja tatsächlich so machen, dass wir sie alle in einer Reihe aufstellen und dann einfach alle über eine Pipe miteinander verbinden. Und wenn etwas aus einer Zentrifuge rauskommt, geht das höherwertige nach eine Richtung und das niedrigwertige in die andere Richtung und geht dann dort in die Zentrifugen wieder rein. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur eine einzige Pipe, wo die alle direkt angebunden werden können. Trotzdem brauchen wir zwischen jeder Zentrifuge immer einen Platz, wo sich ansonsten die Rohre miteinander verbinden. Das heißt, wir brauchen halt irgendwo einen Anfang. Hier ist ja gerade so eine schöne künstliche Wand. Der würde ich auch hier mit den Zentrifugen anfangen. Hier ist dann die erste. Ein bisschen Erde dabei. So. Dann würde ich hier mit der ersten anfangen. Haben wir hier drunter? Brauchen wir da drunter Platz? Ja, wir brauchen da drunter Platz, weil da drunter muss. Stimmt, wir brauchen auch noch extrem viel Strom dafür, ne? Mal schauen, wie das wird. Erstmal schließe ich die an unserem vorhandenen Stromnetz an. Ich glaube zwar nicht, dass das reicht, aber das Schöne ist ja, wenn die Maschinen nicht genug Strom bekommen, dann arbeiten sie nicht gar nicht, sondern einfach nur langsamer. Von daher. Was brauche ich jetzt gerade? Ah, genau, unsere Dinger hier. Ungefähr so. So. Hier ist denn der große Tunnel. Ich hole mal noch ein bisschen mehr Erde. Wir brauchen noch 22 Erde. 12. Oh, was ist denn offen? Habe ich das letzte vergessen auszuschalten? Ach komm, ich nehme einfach ganz den Stack mit. Ach komm. So. 99 Erde reicht. Was brauchen wir eigentlich für die ganzen Zentrifugen? Ah, wir brauchen ganz schön viel Scheiß. Das Schöne ist natürlich, wir haben jetzt auch ganz schön viel Scheiß, aber es ist natürlich trotzdem. Können wir gucken, ob wir davon schon irgendwas erstellen können? Gusseisenbarren, Messing. Oh Gott, Alter. Oh mein Gott. Ne, wir machen erstmal hier den Tunnel. Mache ich erstmal mit Dirt. So, das sind schon mal 4. Was habe ich gesagt? Wir brauchen noch 19.
Ungefähr so. Okidoki. Aber ich komme jetzt hier kein Tunnel oder so. Haben wir noch Fackeln? Ja, haben wir. Kurz auf den Boden. Warum fange ich eigentlich unten an? Wäre das viel sinnvoller, um anzufangen? Vor allem Ding ist teilweise echt unpredictable. So, erstmal hier Licht. So, du kommst weg. Genau. Wo sind wir jetzt so? Wir wollen das ganze Ding überhaupt bauen. Ich sag mal, der Bereich hier wird 6 Dinger hoch. Und wie breit können wir das Ganze bauen? Ah, 3 breit wird ein bisschen eng, ne? Wie viel Platz haben wir denn? 5 wäre schon. Ach scheiße. 5 wäre schon geil. Kommen wir aber hier wieder in den Bereich, ne? Ah, wobei doch 5 scheint zu gehen. Gut, machen wir 5 breit, das sollte reichen. Weil für die Anlage an sich ja, brauchen wir mindestens 4, ne? Wir brauchen ja die Zentrifuge. In die Zentrifuge muss es reingehen, wobei das kann auch von oben rein. Das heißt, genau, wir brauchen die Zentrifuge, dort geht es von oben rein. Dann geht es nach hinten in den Injektor und aus dem Injektor geht es dann wieder raus aus der Pipe, als Pipe. Das heißt, wir brauchen eine Tiefe von 3 Blöcken. Das heißt, mit 5 haben wir dann noch einen ordentlichen Schacht zum Arbeiten. Dann passt das. Gut. Na komm, mal jetzt mal hier mit der. So. Okidoki. Okidoki. Ach, er fügt die natürlich beim ersten Block an, ne? Ach, scheiße. Ist das hässlich. Weißt du was, dann kommst du nach da, du kommst nach da, damit du der erste Block bist. Und dann müssen hier wieder... was mach ich hier gerade? Das war gerade dumm. Du musst nach da. So. Okay. Okay, wieder kommt Wasser runter. Aber ich glaube, damit hier Wasser runterkommt, jetzt sind wir zu tief. Jetzt müsste ja alles einfach nur Erdlöcher im Boden sein. So. Ein bisschen Licht. Ah, schon. Zu viel Erde. Verdammt. Gut, machen wir hier weiter. So, so. 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 Tada. Hey, lass mich durch, ich bin Arzt. Oh. Ach, schon wieder alles hier im Arsch, ey. Oh mein Gott, warum haben wir so viel Erde dabei? Das ist zum Kotzen. Ach, was bringt einem Ordnung, wenn das Spiel immer die Ordnung wieder durcheinander bringt?
Ficken. Einfach nur ficken. Raus jetzt hier. Also müssen wir jetzt nochmal zählen. Kein Bock, Partie mit Bus. Hunger habe ich auch schon wieder. Ach Gott, dammit. So. Bam, weg mit dir, kein Bock mehr. Einer kann da bleiben. So. Damit, wenn wir Erde aufsammeln, dass links hinzugefügt wird und nicht bei unserem Ding, so wir zählen wollen. Ach, ich fand den Stern. Ach, das ist zum Kotzen. Fick die Henne. Was mache ich hier gerade? Weg. So. Der Ding wieder super lang. Holy shit. Ist das eine gute Idee, das Ding zu lang zu machen? Nee, ne? Oh Gott, wird das Ding lang, Alter. Puh. Holy shit. Ja, gewesen ja nicht. Ob das so das Goldene vom Ei ist? Ja, komm. Hier bei der Anlage haben wir eh nicht so viel zu tun. Können wir die bisschen in die Länge bauen. So, wenn ich jetzt die Fackeln jetzt einmal hier anbaue, dann verschwinden sie automatisch, wenn ich die andere Seite versuche abzubauen. Weil ich da nur zwei abbaue. Ungefähr so. So, reicht das schon? Mal gucken. Hey. Behave, Digga. Oh, sieht gut aus. Oh mein Gott. Gut, die Lücke hier bräuchte man wahrscheinlich gar nicht, aber kann auch nicht schaden, eine zu haben. So. Hätten wir das schon mal. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann kommt hier die ganze Reihe weg. Müssen wir die Dinger mal kurz aufladen. Dann kann ich doch gleich mal unsere Axt und die Schaufel reparieren. Eigentlich hätten wir gar keine Stufe runtergemusst. Wäre vielleicht also ganz ratsam, hier unten die Ebene wieder einzufügen. Weil wenn hier jetzt eine Stufe runter muss, nur damit du nach oben unendlich viel Platz hast, weiß ich nicht, ob das nötig ist. Die Frage ist, wie viel noch Platz nach oben brauchen wir?
Eigentlich braucht ist die Anlage, also ist die Pipeline ja bloß zwei Blöcke hoch. Oder? Weiß ich noch gar nicht. Ich weiß noch nicht mal, wie wir die Dinger genau bauen wollen. Ich habe da noch keine wirklich konkrete Vorstellung. Nur so ein paar ganz lose Gedankengänge. Naja. Ernsthaft? Stirb, Kartoffel. Stirb, Kartoffel. Stirb, Kartoffel. Stirb. Ich glaube, ich muss hier ein paar mehr Fackeln aufstellen. Wenn jetzt sogar schon Steinmonster spawnen. Das nicht gut. So. Oh, da habe ich wohl letztens aus lauter Übergefecht auch Ton mit reingepackt. Das natürlich, weg da. So, wir brauchen. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Den. Du. Ja. Feuerstein. Irgendwie schon witzig, ne? Wenn man die Dinger, die generieren halt nur das Zeug, was man halt beim Abbauen von Stein bekommen würde. Ne? Obwohl die eigentlich Kies sieben. Und gerade wenn man Kies abbaut, bekommt man ja unglaublich viel Feuerstein. Bekommt man von den Dingern gar keinen Feuerstein. Schon irgendwie ein bisschen wahnwitzig. Naja. Es gibt halt noch so ein paar Sachen, die man tatsächlich selber besorgen muss. Spätestens halt für hier und unser Rainbow Ore. Wobei, das würden wir dann bekommen, wenn wir dieses komische Ding bauen, was sich nach unten gräbt. Aber ja. Oder als eben sowas wie Tonklumpen. Kriegt man halt auch kaum. Oder gar nicht durch unsere Anlage. Und ich weiß nicht, ob man sowas unterirdisch bekommt. Ob man sowas also bekommt, wenn man jetzt Ding hat, was nach unten baut. Glaube nämlich fast nicht. So. Achso, wie sieht es hier aus? Das ging ja schnell. Ah, Dinger sind schon relativ leer. Ach ja, ist ja dunkel draußen. Never mind. So, dann gucken wir mal langsam, was wir brauchen. Beziehungsweise, nee, ich brauche erstmal Ding unten. Oh, die brauche ich noch eine Weile. Gut, dann gucken wir doch mal, was wir jetzt eigentlich für die ganzen Zentrifugen brauchen. Wir brauchen Kupferplatten. Da brauchen wir. Also wir brauchen 33, also brauchen wir 99 hiervon. Boah, und für eine brauchen wir. Alter, das heißt, wir brauchen 5 Stacks Kupfer. Das ist natürlich. Gut, andererseits braucht man hiervon nicht mal ein Stack, weil das sind ja jetzt 9 Stacks. Auch ganz geil. So, ein Stack. Zwei Stacks, vier, fünf. Achso, war's ja schon. So, achso. So, wir brauchen den Kompressor. Davon haben wir zum Glück ein paar. Sogar genau 5 Stück. Passt ja. Ist natürlich nur blöd, dass jetzt gerade draußen Nacht ist. Das heißt, die Dinger dürften ganz schön viel Saft ziehen. Ja, so, dann haben wir schon mal die Dinger. Was brauchen wir noch? Die Dinger brauchen wir. Davon brauchen wir 33. Und da brauchen wir Diamanten für, Alter. Eigentlich haben wir so viele Diamanten jetzt.
Das ist das scheiß teuer. Wenn ich mir bedenke, wie viele Diamanten wir davor hatten. Null. Wir brauchen einfach mal 33, 132? Nein. 33 sind 30, 12, doch 132 Diamanten brauchen wir. Das ist schon ordentlich. Das ist schon echt verkackt. So, und Edelstahlbarren. Gut, dann gucken wir erstmal hier. Das wäre ein Stack und dann nochmal 2 und 3, 33 meine ich doch. So, okay. Ach, muss man mal rausnehmen. Achso, ja. So. Oh, genau 400 Diamantenblöcke. Läuft doch. So, dann haben wir auch schon mal die Diamanten. Wie unbeschwert auf einmal alles ist. Ist gar keine Herausforderung mehr. Edelstahlbarren, da brauchen wir Chrom und Kohlenstoffbarren. Für Kohlenstoffbarren braucht man Schmiede und das. Das heißt, wir brauchen erstmal 132. Ich brauche kurz einen Textfile zum Kalkulieren. So, wir haben 132. Ich mach mal so, dass man es auch bei der Kamera sieht. So, habt ihr jetzt da so, ja, kann man es jetzt schon sehen. 132 von den Dingern brauchen wir. Achso, siehst du, da bekommen wir immer 5 Stück raus. Das heißt, wir brauchen hiervon bloß ein Fünftel. Das wären 26. Also ungefähr 27. Ja, immer, ich muss mal Taschenrechner. Durch 5, ja, 27 brauchen wir. Brauchen wir also, beziehungsweise, nee, wir brauchen 5 Stück und da brauchen wir 4, 1. Das heißt, wir können aus diesem hier gleich die entsprechenden Zahlen berechnen. Das heißt, wir machen einfach 132 mal 2 sind 27 von dem, wovon wir 1 brauchen. Also das Zeug hier, Chrom. Chrom. Und dann brauchen wir 132 mal 8. 106 von diesem Schmiedeei, Kohlenstoffbarren. Kohl. so, okay, das heißt 27 mal Chrom. Welche Seite? Hier. Chrom haben wir zum Glück mehr als genug. So. Dankeschön. Und 105 Kohlenstoffbarren. Für Kohlenstoffbarren brauchen wir 105 Schmiedeeisen und die Hälfte davon Kohle. Schmiedeeisen. 105. Also, ja. So. Und die Hälfte davon nochmal als Kohle. Wobei halt, das brauchen wir gar nicht. Kohlenstoff haben wir ja noch eine Menge. Da brauchen wir gar nichts. Das haben wir hier. Massig. So. Okidoki. Das heißt, ja, Alloying. So. Oh, was ist hier noch drin? Okay. Okay. Wollten wir da letztens noch irgendwas machen? Hä? Was ist denn hier los? Amanakäum. Wir wollten jetzt erstmal das hier machen. So, genau. So. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Oh ja. Lol. Aha.
gut, hier oben müssen unsere ganzen Platten fertig sein. Was? Ach ja, man braucht immer eine durch fünf teilbare Zahl. Never mind. Da habe ich gar nicht dran gedacht. So, jetzt haben wir 99 von den Dingern. Sehr cool. So, der ganze Scheiß kommt erstmal hier rein. So. MV-Kabel werden wir jetzt sogar eine ganze Menge brauchen. Wobei, ich weiß gar nicht, Zentrifugen? Genau, Zentrifugen sind auch MV. Ja. Das ist schon mal ganz gut, dass wir das ganze schwarze, glibberige Zeug haben. Denn da unten müssen wir auch wieder Kabel verlegen, ne? So, jetzt mal überlegen. Gut, da kann ich schon den Riss hier mit rein. So. Dann haben wir das schon mal. Und dann brauchen wir noch die Chrom-Dinger. Das müssen wir auch wieder ligieren. Okay. Ja, wär natürlich schon geil, wenn man echt so eine Anlage bauen könnte, die alles, was man gebrauchen könnte, vorbereitet für eine. Dann müssen wir natürlich gucken, okay, von was gibt es wie viel, von was darf ich also wie viel verbrauchen, damit wie viel rauskommt. Und dann muss man eine Anlage bauen, die sagt, okay, ein Drittel der Blöcke geht in die Abteilung, zwei Drittel der Blöcke geht in die Abteilung, damit dann letztendlich Soldat mehr davon gebraucht wird, am Ende den Tropfen von beiden gleich viel rauskommt, I don't know. Ich meine, ist machbar, weil wenn man diese Tubes hat, also so eine ganz normale Tube und dann daraus ein T-Stück baut, der wird ja immer 1:1 aufgeteilt. Das heißt, wenn man eine Tube nimmt, da ein T-Stück dran macht, dann an dem einen Tube noch ein T-Stück dran macht und der Ausgang mit zu dem Tube geht, wo man dort aber Richtung Dinger ran macht, dass sie dort nur vereint werden können und so, dann kann man damit schon Brüche generieren und damit sagen, okay, so und so Viertel geht da lang und so der Rest geht dann da lang. Aber man kann da schon einiges mitmachen, aber da müsste man sich echt das Ganze, das müsste man sich echt erstmal, das ist wirklich eine geile Challenge, aber ich glaube, sowas im Let's Play, schwierig. Vor allen Dingen, wie gesagt, müsste man erstmal wissen, was man überhaupt alles. Ich meine, gut, man könnte einfach gucken, was braucht man alles für Barren. Aber es geht ja nicht nur um Barren, sondern ich würde dann auch eine Anlage bauen, die zum Beispiel hier solche Dinger produziert auf Vorrat. Oder was wir auch sehr häufig brauchen. Hier diese komischen Gehäuse. Die Dinger auf Vorrat produzieren. Ne, solche Sachen halt. Also alles, was man so regelmäßig braucht. Zum Beispiel hier auch diese komischen Spulen. Oder diese komischen. Ne, wo waren die jetzt? Da gab es doch noch diese komischen diese Kupferspulen. Aber nicht die Dinger hier, sondern. Wo war das denn zum Beispiel? Genau, die Dinger hier. Ach, das so, die heißen auch Kupferspulen. Ja, genau. Also die Dinger hier zum Beispiel auf Vorrat produziert und solche Sachen halt, ne? Ja, das ist natürlich schon. Das ist natürlich schon sehr geil. Aber wie gesagt, so eine Anlage zu bauen wäre wahrscheinlich möglich. Gehe ich jetzt mal voll davon aus. Wirft aber eine Menge Höhenschmalzkosten. So, was sagt unser Legierofen? Er sagt fertig. So, jetzt der Legierungsofen. Du da rein, du da rein. So. Mal gucken. So, da müssten jetzt wie viel rauskommen? 6, 7, 2. 127 waren es, ne? Ne, 132 müssen rauskommen, genau. 132 brauchen wir ja. Dann nehmen wir schon mal die ersten 32 hier weg. So. Jetzt muss hier noch ein 99er Stack entstehen und dann sind wir fertig. Ah ja. Technik, die begeistert. Oh, guck mal, jetzt ist leer. Das heißt, jetzt funktioniert die Anlage.
Warum funktioniert er jetzt auf einmal? Wir haben doch an der Anlage original nichts geändert, außer dass wir das Kabel von so nach so umgelegt haben. Wir haben nur das Kabel umgelegt. Aber wir haben an einer Anlage sonst nichts geändert. Und das Ding war doch früher schon dran. Ich weiß jetzt nicht, warum ich das damals abgenommen hatte. Ich bin verwirrt. Ich bin original verwirrt. Oder hatten wir da nie so einen Kasten dran? Ich bin verwirrt. Fragen über Fragen. Naja, gut. Fertig. So, dann haben wir schon mal das nächste. Und zwar die ganzen Sägeblätter haben wir jetzt. 32 brauchen wir nur. Ach nee, halt, wir brauchen noch 33. Nevermind. So, erste Grundmaterial, Stück Dingsgedünst haben wir. Jetzt kommt das nächste. Das nächste ist genau das Ding hier. Da brauchen wir Gusseisenbarren und Messingbarren. Messing gibt es nicht, ne? Messing müssen wir produzieren. Genau. Das heißt, für Messing brauchen wir Kupfer und Zink. Kupfer und Zink. Kupfer und Zink. Ich glaube, es ist sogar schon zu viel. Da bräuchten wir jetzt 11 Stück von, glaube ich. Nein. Genau, wir kommen 3, also brauchen wir hier von 11 und hier von 22. So. Aha. So, und ansonsten brauchen wir noch Gusseisenbarren. Gusseisen, Kohlenstoff. Aber Gusseisen ist doch genau das, was wir hier haben, oder? Ah ne, ist das Schmiedeeisen. Ah, nehmen wir mal. Okay, das heißt, wir müssen nochmal das machen, was wir vorhin gemacht haben. Nur brauchen wir jetzt zwei Durchgänge. Wir müssen also zweimal hier mit Kohlenstoff veredeln. So, und da brauchen wir jetzt aber ein bisschen mehr von. Da brauchen wir 33 hiervon. Und pro brauchen wir 8. 33 mal 8, ich habe keine Ahnung. Nehmen wir mal 32, das sind 256. Das plus nochmal 8, 256, wären 264. Haut das hin? Ich habe keine Ahnung. Mal 264, sollte hinhauen. Ja, doch. Ja. Ach komm, ich nehme einfach mal Taschenrechner hier. So. 33 mal 8. Ja, 264. Sehr geil. So. Ich sollte aber einfach mal gleich den Taschenrechner nehmen. Zum Rechnen ist einfach zu warm. So. 264, das wäre ein Block. Ein Block und noch 66 dazu. Ja gut, geht natürlich nicht ganz. Egal. So. So. Und das schmelzen wir einfach alles rein. Und das wird jetzt im Double Strike durchgestrikt. Wenn wir es das einmal durchlaufen lassen oder nochmal durchlaufen lassen. Vielleicht sollten wir uns mal doch noch einen Legierungsofen zulegen. Irgendwie brauchen wir den doch relativ häufig. Häufiger als mir lieb ist. Also, als unsere Anlage für ausgelegt ist. Lieber so. So, erstmal mal gucken. Also haben wir schon, genau. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann erstmal in der nächsten Folge wieder. Ich will es dann erstmal heiß die ganze Scheiße legieren, weil es wird eine Weile dauern. Bis dann.